Veteranerinnen, liebe Veteraner, bin ich zu hören. Die Bremer Jazz-Rollmöpse haben uns gerade wunderbar unterhalten und werden das auch noch im Laufe des Nachmittags tun. Vielen Dank erstmal, sehr angenehm. Es gibt schöne Hintergrundmusik für viele persönliche Gespräche und Anekdoten. Anekdoten ist das Stichwort für heute auch ein bisschen. Eins grüß dich. Dass wir heute Nachmittag das, was man am Tisch immer so gerne mal erzählt von früher, vielleicht auch mal so erzählt, dass es alle mithören können und alle ein bisschen ihren Spaß und ihre Freude haben können. Das werden wir im Laufe des Nachmittages dann hören. Schalparade bei Kaffee und Kuchen. Werders Archivleiter Harald Klingebiel erfreut mit einem Gang durch die Werder-Geschichte. Mit dem Jahr 1899 und mit dem Fußballverein Werder gehört Werder zu den Pionieren in Deutschland, weil die anderen Vereine als Beispiel VfL Bochum 1848 oder VfB Stuttgart 1873, die sind nicht als Fußballvereine gegründet worden, sondern in der Regel als Turnvereine, die dann irgendwann in der Frühphase Fußball aufgenommen haben. 60 plus, Geselligkeit und netter Austausch im Plauderton. Mittelpunkt des bunten Nachmittags bildeten die grün-weißen Anekdoten. Eine kleine Auswahl nun für Sie. Also Sie müssen sich vorstellen, die größte peruanische Tageszeitung erscheint in Lima, heißt El Comercio. Das ist wirklich das Nonplusultra an die Berichterstattung. Und die schrieben kürzlich, haben plötzlich folgende Preisfrage aufgeworfen. Und zwar, was heißt Tor? In Spanisch heißt das Tor Gol, das wisst ihr alle. Was heißt Tor auf Deutsch? Was heißt Gol auf Deutsch? Und die Antwort war geschrieben Pizarro. Okay. Winter, Matsch und Schnee, oh weh. Wir waren noch keine 300 Meter gelaufen. Oh weh, ein Groß kam bei einem Werderaner Socken und Zehen aus dem Schuh heraus. Was mach ich bloß? Ich will doch mit. Bleib ruhig, sag ich, lieber Mann. Wir steuern einen Fahrradflecker an. Es war kein Schuhmacher in der Nähe. Und versuchen mit Gummischlauch oder Isolierband den Schaden zu beheben. Der Fahrradflecker schaute sich die Bescherung skeptisch an. So geht das nicht, bester Mann. Er fragte, wo wollt ihr denn hin? Als er die Route vernahm, fragte er nach der Schuhgröße. Ohne ein weiteres Wort ging er fort und kam mit ein paar Wanderstiefeln in passender Größe wieder. Die Freude war groß. Zieh diese an, sagte er, und bring sie mir heute Abend wieder. Der Tag war gerettet und der Fahrradflicker wurde abends mit einer Flasche Wein bedankt. Schon als Achtjähriger nahm ich meinen Vater Hans Jawohl, der übrigens Ehrenmitglied des Vereins seit Mai 49 ist, mit ins Stadion zu den Spielen des SV Werder. Und ich durfte neben ihm sitzen in einer der vorderen Reihen auf der überdachten Tribüne. Das war für mich immer ein großes Ereignis, denn die Liebe zum Fußball wurde mir quasi in die Wiege gelegt und ich kannte natürlich alle Werder-Spieler, die sich unten auf dem Rasen tummelten. Meine ganz besonderen Lieblinge waren Alex Jorgewitz und Hennes Tibulski. Wenn Jorgewitz auf rechts außen am Ball war, schrie das ganze Stadion Feuerwehr, weil er derjenige war, der über eine enorme Sprintgeschwindigkeit verfügte und an der Linie auf der rechten Seite den Gegnern davonlief, eben wie die Feuerwehr. Aber ganz besonders liebte ich Hennes Tibulski, der von der äußeren Erscheinung her für mich so etwas war wie heute David Beckham. Er war mein Idol und glänzte im Spiel durch eine unnachahmliche Technik, mit der er Gegenspieler aus- und Mitspieler anspielen konnte. Er war derjenige, der alle Freistöße schoss und diese mit Effekt und zielgenau auf die Mitspieler zirkulierte und dann seine Gestik und Mimik, bevor er zur Ausführung schritt, wie ein König. Elfmeter schoss auch er nur, alle wurden verwandelt, meistens flach in die äußersten Ecken. Die Torhüter hatten keine Chance. Ami Drewes hatte ihn 1934 von Schalke nach Werder geholt, während sein Bruder Otto die Bulls als Mittelläufer bei Schalke blieb. Hennes hat leider nur ein Länderspiel gemacht, 1931 in Hannover gegen Dänemark. Und nun eine Episode mit ihm, die mir noch in lebhafter Erinnerung ist. Während eines Spiels war ein Zuschauer auf das Spielfeld gelaufen
und störte natürlich den Betrieb. Hennis schlich sich von hinten an ihn heran, schnappte ihm am Kragen und Hosenboden, hielt ihn wie in einem Schraubstock, lief mit ihm in Höllentempo an den Spielfeldrand und katapultierte ihn dann in die Weitsprunggrube, wo er unzaft landete. Das Stadion brüllte vor Vergnügen und Begeisterung und Hennis, nachdem er sich symbolhaft die Hände abgeklopft hatte, schritt wie ein Torero aufs Spielfeld zurück. Der Beifall nahm kein Ende. Und ich habe eine Geschichte zu erzählen, die liegt schon weiter zurück. Das war im Jahre 1995, also 65, vor genau 45 Jahren. Und zwar trug sich das zu, als Werder damals gegen München 1860 gespielt hat. Das war so das vorletzte Heimspiel vor der deutschen Meisterschaft. Und ich hatte mit meinem Freund, wir hatten zwei Karten gekauft. Und der wurde aber leider krank. So, dann sagt er, dann geh mal zum Stadion und verkauf die vor dem Tor. Da wirst du bestimmt irgendwo noch jemanden finden, der dir die Karte abnimmt. Ich bin also hingegangen. Die Karten kosteten damals übrigens 3,50 Mark. Stehplatz, hier auf der Nordtribüne. Und ich also zum Stadion hin, vor dem Tor. Und ich habe da vielleicht gerade 2-3 Minuten gestanden. Da wurde mir diese Karte förmlich aus der Hand gerissen. Und ich weiß nicht mehr genau, aber ich glaube, ich habe die für 15 oder 20 Mark damals verkauft. Das war also ein Reingewinn, der immens war. So. Das war aber keine Absicht. Die Absicht, die dann kam, das war die Gier. Ich war damals im zweiten Lehrjahr und bekam 120 Mark im Monat. Da habe ich diese 120 Mark auf den Kopf gehauen und bin zu den einzelnen Verkaufsstellen gegangen, unter anderem zu Willi Schröder und auch hier am Schwarzen Meer, da war glaube ich auch so eine Verkaufsstelle, und habe mir für das Spiel gegen Dortmund 30 Karten gekauft. Ja, 30 mal 3,50, das kommt ungefähr hin, und habe ich noch ein paar Kinderkarten gekauft. Jedenfalls die 120 Mark, die waren weg. So, jetzt kam das Spiel gegen Dortmund. Werder hatte davor, glaube ich, gegen Meiderich 0-0 gespielt und es wurde wirklich spannend. Und ich denke, so, jetzt machst du den großen Reiber, hast du gleich einen Angestelltengehalt. Und ich ging also hin zum Stadion und vorher stand immer in der Zeitung, das Spiel ist ausverkauft, ich glaube, es waren 40.000 Zuschauer. Das Spiel ist ausverkauft und es lohnt sich nicht mehr hinzugehen, es gibt keine Karten mehr und. So, ich kam also zum Stadion und was war? Da waren erstens andere auf die Idee gekommen und zweitens war keiner, der meine Karten kaufen wollte. Ich habe dann diese Karten, wie gesagt, 30 Stück, habe ich dann zum Preis für 2 Mark zum Teil verkauft. Und jetzt kommt es, ich habe 23 Karten nicht verkaufen können. So, das war natürlich für mich als Lehrling, war das ein richtiger Reinfall. Das Schöne ist, jetzt denkt natürlich jeder, warum erzählt er uns das eigentlich? Das kann ja, passiert ja jedem, aber hier sind die Karten noch. Kuchen satt. Gute 3 Stunden Kaffeetafel für die Werder Senioren 60+ im Rahmen der 111-Jahre-Feier.